So, heute möchte ich euch eine der bekanntesten Lokomotiven von Kleinbahn vorstellen. Das war und ist, glaube ich, noch immer ein Teil eines Starterpakets. Die 80028er, in dem Fall aus der DR-Baureihe 80. Diese Lokomotive wurde eben eigentlich im Rahmen des Einheitsdampflokomotivenprogrammes in den Jahren 27 bis 29 beschafft von der Reichsbahn der Deutschen und war bis 1965 dort tätig, als Werkslok aber dann noch bis 1970. Wir werden diese jetzt reinigen, ein bisschen anschauen und ein bisschen warten. Das möchte ich euch zeigen und viel Freude dabei. Ich habe auch gute Tipps schon bekommen von euch. Darüber möchte ich mich bedanken und die möchte ich dann heute auch schon anwenden. Als erstes wollen wir mal mit einem Pinsel versuchen, einmal generell den Staub, der sich darauf befindet, eben zu entfernen, von außen einmal das Gehäuse sauber zu machen. Gut, nachdem wir das Gehäuse so einigermaßen gesäubert haben, öffnen wir mal diese Schraube. Das Gehäuse oder geht natürlich noch nicht herunter. Warum geht das nicht herunter? Weil wir zuerst diese beiden Anhängerkupplungen entfernen müssen. Auch diese behindern eben das Gehäuse zum Runterholen. Was man da schön sehen kann, ist, dass das, weil es halt wirklich ein altes Modell ist, noch gute Arbeit war. Da waren noch Materialien dabei, die wirklich anständig ausschauen. So, jetzt müsste dann mal das runtergehen, ja, ganz vorsichtig ein bisschen. Gut. Jetzt haben wir das Gehäuse mal herunter. Also so schaut das Ganze von innen aus. Wir haben da vorne die Lampe, wir haben das Gewicht da, das eben die Lok auf die Schienen drückt. Wir haben dann das Kabel, das eben zur Lampe führt. Da haben wir den Motor, den Elektromotor, Magnetmotor, den Antrieb. Strom bekommt sie natürlich jetzt von dieser Seite. Ja, von dieser Seite bekommt sie den Strom über die Räder, wie wir sehen können. Das Modell sehen wir, ist recht alt und gehört etwas gesäubert, aber auch, wie man da vorne sehen kann, auch das Gestänge gehört ein bisschen repariert. Das werden wir versuchen zu machen. Und wir werden dann ölen und da möchte ich euch heute dann einen neuen Tipp geben, den ich eben bekommen habe. Also, wie ihr sehen könnt, habe ich das Gestänge jetzt schon gerade gebogen wieder. Das schaut recht schön wieder aus. Es ist aber relativ rostig. Also werden wir da jetzt einmal schauen, dass wir in dem Fall jetzt mit einem Reinigungsöl vorsichtig, da werden wir was auf die Spitze dieser Nadel drauf kriegen. Ja. Damit werden wir das einmal befeuchten. Passt. Ganz vorsichtig.
der Originallachs ist natürlich auch so, dass alles immer rostet. Aber die werden ja fest geschmiert. Gibt noch, was ich gelesen habe, 7 Stück oder was von dieser Lok, die im Original eben noch funktionieren. Wenn wir das auch mit dem Pinsel ein bisschen putzen. Schau. Gut. Und wie ihr jetzt gesehen habt, dass ich eben mit der Nadel dieses Putzöl raufgetan habe, so werde ich jetzt mit der Nadel ein Nähmaschinenöl, also mir wurde geraten, eben für das Einölen ein Nähmaschinenöl zu nehmen und eben nicht dieses Putzöl, das ja eigentlich für die Schiene nachgedacht ist. Auch da eben werden wir jetzt vorsichtig die Übergänge machen. Es gibt noch ein Uhrenöl, wurde mir gesagt. Ich habe nachgeschaut, aber das ist wirklich verdammt teuer. Wie ihr seht, ich habe da einen Tropfen auf die Unterlage bekommen. Jetzt verwende ich einfach das auch weiter. So. Auch da werden wir noch was drauf tun, damit das schön hin und her geht. Gut. Passt. So, machen wir mal die Seiten nochmal. Wir werden da auch gleich drauf tun. Das ist auch schön. Und auch da werden wir drauf tun. Dazu werden wir aber wieder das Ganze ein bisschen aufstellen. Achten, dass man eben auf die Räder nicht direkt da was drauf tun. Das habe ich auch festgestellt. Zu viel Öl auf die Räder bringt auch nichts, da wird es nur, rutscht es nur durch. So, jetzt müssen wir die Seite dann noch. Da fangen wir wieder mit dem Putzöl an und werden das auch eben weiter einölen. Das tun wir das so. So. Gesehen, eben das Loch war nicht jetzt ganz ideal drauf. So. Gut, dann können wir das wieder zusammenschrauben. Also zuerst schraube ich jetzt das dazu. Und werde jetzt natürlich noch die Anhängerkupplungen montieren. Passt. Ja, schaut recht gut aus jetzt. Auch das Gestänge, wie man vielleicht jetzt sehen kann, ist relativ gerade. Es ist alles geölt, was geölt gehört. Und wir werden dann noch einen Fahrtest machen. Wir machen jetzt einen Fahrtest. Sie fährt wunderbar, wie wir sehen können. Auch retour wieder. Was ich feststellen konnte, ist eben, dass sie jetzt um einiges schneller fährt. Auch der Funkenflug ist weg, weil man die Gestänge eben das verbogene Gestänge eben ausgebessert haben. Es sprüht keine Funken mehr und sie fährt gut. Es gibt 7 Modelle noch, die funktionieren von dieser Bahn. Die meisten in Eisenbahnmuseen, eines sogar im Privatbesitz habe ich gesehen. Und wäre sicherlich interessant, diese Lok einmal von der Nähe zu betrachten. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht, habt was lernen können oder sehen können, dass man auch, wenn man nicht viel kann oder eben wenn man Laie ist, dann trotzdem sich drüber trauen kann. Bitte gerne Kommentare, wenn ihr haben möchtet oder wenn ihr mir Ratschläge geben möchtet. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich euch unbedingt was erklären will. Mir geht es auch darum, dass ich was lerne und ja, ich würde mich freuen,
wenn ihr mir eben schreibt.